Tafadda. Ich habe eine Frage. Bei einem albanischen Hoja hat gesagt, auch im Internet, dass es die Nationalität vor der Religion kommt. Weil die Nationalität kann man sich nicht aussuchen, man wird darin geboren. Aber Religion, man wächst mit irgendeiner auf und die behält man dann. Oder man ein Bruder sagt, ist die Aussage richtig von einer Person, dass er sagt, die Nationalität steht über die Religion? Wer so etwas sagt, es tut mir leid, der ist ein Jahil. Nichts anderes. Hören wir nicht, was dieser Mann sagt, sondern hören wir, was Allah al-Malik al-Haq sagt. Hören wir auf Allah oder hören wir auf die Leute? Auf Allah azza wa jal. Allah azza wa jal sagt, inna akramakum inda Allah atqakum. Der Geehrteste bei Allah ist der Albaner? Der Araber? Der Kurde? Der Geehrteste bei Allah ist der Gottesfürchtigste. Wegen dieser Themen habe ich mich mit meinem Vater ein bisschen... Brauchst du nicht. Sag ihm die Aya. Wenn Allah ihn recht leiten will, leitet er ihn recht. Schaut mal, lernt bitte eine Sache. Ja, Ikhwa, wir sind nicht Allah, dass wir die Menschen recht leiten. Das ist nur in der Hand von Allah. Was ist unsere Aufgabe? Na? Innama alayka al-balagh. Allah azawajal sagt zum Gesandten, du hast nur die Aufgabe, dass du verkündest. Eine Frage, haben alle den Islam angenommen in der Zeit vom Propheten? Ja, eine Frage, sind wir bessere Duat als er? Subhanal Malik. Was ist das für ein Verständnis? Unsere Aufgabe ist nur was? Den Leuten zu verkünden. Das ist unsere Aufgabe. Mehr nicht. Möge Allah dieser Person vergeben für diese falsche und üble Aussage. Es gibt Hadithe, die könnte ich euch nennen. Wallahi, wenn er sie gehört hätte, er würde heute noch bereuen bei Allah. Na, davon.